So, herzlich willkommen zum JFD Live Trading und Analyse Service von JFD Brokers. Zunächst einmal kurz der Risikohinweis. Diese Videos stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und beinhaltet auch keine Aufforderung zu irgendeinem Erwerb von Finanzinstrumenten. So, dann schauen wir mal, was heute im DAX bzw. an den US-Märkten passiert ist. Schauen wir kurz erstmal zum DAX. Da hatte ich in der Vormittagssendung darüber gesprochen, dass der DAX im 1-Stunden-Chart, der ist hier, die Wolkenoberkante bei rund 10.900 Punkten liegt. Und eben damals diese eingezeichnete Trendlinie noch nicht überwunden wurde und der maximales Kursziel zunächst bei 10.920 angegeben. Hier im 15-Minuten-Chart sieht man deutlich, dass der Index über diese Marke zunächst nicht hinwegsteigen konnte. Zudem war hier noch eine alte Gap-Oberkante da. Was dann der DAX hier einen kleinen Rücksetzer machte, schrieb ich im Chat, das würde nur kurzweilige Natur sein, kurzfristig der Fall sein. Dass es nur so kurzfristig war, war überraschend, aber es hat einfach noch eine Welle oben gefehlt. Diese könnte man jetzt hier auf Xetra sowieso fertig zählen. Nachbörslich stehen wir bei 10.900 Punkten. Ich schalte mal kurz zu JFD Indikation. Und ja, da würde sogar kurzfristig die Marke, die ich hier auf Xetra eingezeichnet habe, schon erreicht. Also die wichtige Unterstützung liegt bei 10.870 Punkten etwa rum. Ja. Aber ich bin hier vom Xetra-Chart ausgegangen. Und hier wäre eine Korrektur bis 10.860 möglich gewesen. Und dann, um dann wieder das Ziel von 10.920 etwa anzulaufen. Diese Bewegung könnte dem Xetra trotzdem folgen, wenn es morgen ein Down Gap existieren sollte, könnte es kurzfristig zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen und dann könnte es wieder Richtung offener Kurslücke laufen. Deshalb hier, obwohl ich jetzt gesehen habe, dass im JFD diese Bewegung schon vonstatten ging, bleibe ich trotzdem dabei. Hier bietet sich oberhalb dieser Gap-Kante bietet sich ein Kauf noch an. Im 4-Stunden-Chart hätte hier der Index zunächst relativ freie Fahrt und hat eben auch bei der 10.860 Punktemarke eine wichtige Unterstützung. Kommen wir kurz zu den US-Indizes. Die haben die komplette Bewegung ja vollzogen und sah eben nicht mehr als diese Widerstandslinie. Hier wurde eben noch das Gap geschlossen und zwei eher bärische Kerzen fanden dann hier ihren Abschluss heute. Hier könnte jetzt eben auch kurzfristig ein bisschen Abgabedruck nochmal reinkommen und dann könnte der Nasdaq an die 4600er Marke ranlaufen nochmal. Im S&P 500 Index lief
der Index noch recht sauber an die Trendlinie hin. Hat hier eben auch alles sauber abgearbeitet, in den Future-Kursen weiter tiefer, noch nicht ganz so tief wie hier am Wochenende noch prognostiziert, aber ab dieser Stop-Buy-Marke war ein Touch der Abwärtstrendlinie vorgesehen. Der lief eben schneller als gedacht und deswegen war das Kursziel, hätte man auch ja dann hierhin zeichnen können. Im Dow Jones Index lief er wieder wartend jetzt über die 17.580 Marke, aber eben auch nur temporär, sehr kurzfristig. Schauen wir kurz im Stundenchart. Ja, eine Umkehrkerze. Also hier sollte auch, wer jetzt hier eingestoppt worden wäre, hätte hier sofort wieder rausgehen müssen, weil eben auch die anderen Indizes an wichtigen Widerständen angelangt waren. Hier habe ich aktuell kein neues Setup, werde aber hier wäre eben auch nochmal ein Rücklauf denkbar, um dann Kraft zu tanken, um dann nach oben durchzustarten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören und sehen uns morgen früh etwas später. Also ich werde nicht um 8 Uhr am Rechner sitzen, weil es heute etwas alles ein bisschen etwas länger gedauert hat.